Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupunkt und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir sind jetzt gerade erstmal dabei, ein paar Nebenmissionen zu machen, bevor wir uns dann unseren Begleiterquests widmen. Und während wir das tun, fliegen wir jetzt mal die ganzen Bereiche ab und proben mal jeden Planeten. Man muss halt auch mal ein bisschen die Planeten penetrieren. Mit unserem Mod geht es zum Glück ja ein bisschen schneller. Komm, wir gehen noch kurz zu Amada, da waren wir schon mal. Guck mal, bei Bindu habe ich doch bestimmt auch nicht alles abgearbeitet, oder? Guck mal, doch, da haben wir. Aber da seht ihr, wie viel Props wir darauf geballert haben. Da wirst du bescheuert, ne? Deswegen, Grüße gehen raus an den Typ, der den Mod gemacht hat. Vielen lieben Dank. Gehen wir jetzt erstmal zu Amada. Hier sind so viele Dinger noch. Wir gehen die jetzt erstmal alle ab. Amada. System anfliegen. Da waren wir überall schon mal, aber haben halt 100 pro nicht alles abgearbeitet, weil das viel zu lange dauert. Mal sehen. Doch, hier haben wir abgebaut. Okay. Der ist abgebaut. Alchera. Und, habe ich dich auch abgebaut? Der ist auch abgebaut. Okay, da waren wir damals dann doch gründlich. Grüße gehen raus an den Blaufuchs der Vergangenheit. Aber hier geht's weiter. Was haben wir denn hier? Anjea. Scanner starten und Probe geht raus. Okay. Ob es wohl ein Achievement gibt, wenn man alle Planeten abgearbeitet hat? Wahrscheinlich ja. Hier ist es noch direkt an der Sonne ein kleiner versteckt. Tackern. Zack, los geht's. Starte Sonde. Die Ressourcen müssen halt rein, ne? Sonst können wir die ganzen coolen Forschungsprojekte nicht erforschen. Und wen haben wir hier noch? Ein Gunner. Der Grün. Wow, was geht hier denn ab? Ein Gunner hat auch ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Okay, läuft. Und zurück. Jetzt gehen wir mal zu Fatar. Da gibt es dann auch die Mission. Oh, der Sprit. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Sprit ausgeht. Okay, Fatar ist sehr winzig. Doch, Sonde geil. Gestartet. Okay. Korar. Was ist jetzt hier der Planet der Mission? Wir müssen doch irgendwo noch was machen können. Ich habe eine Anomalie geortet. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACO 655321. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen. Sonde gestartet. ACO 6. Die Scanner haben etwas gefunden. Dann landen wir doch mal. Signalscans orten einen Transmitter mit Chiffrierungsroutinen von Cerberus. Er ist auf einen unbekannten Undercover-Agenten registriert. Lebenszeichen des Cerberus-Agenten bisher nicht bestätigt. Andere ebenfalls gesorgte Kommunikationsmuster weisen Eclipse-Code auf. Okay. Dann mal los. Wollen wir ein paar Eclipse-Soldaten platt machen, wa? Wir nehmen mit, würde ich sagen. Nehmen wir doch mal wieder Tali mit. Den haben wir schon lange nicht mehr dabei. Und Mordin, oder? Also ein ganz interessantes Team. Ich habe zwei weitere Punkte. Ich kann KI-Hacken mal eben verbessern. Nutze ich selten, aber mache ich mal trotzdem. So, und dann geht es mal weiter, ne? So, das sieht doch nach einer schönen kleinen Eclipse-Basis aus, oder? Da können wir doch auch schön schon mal auf... Na, wir bleiben mal bei... Oder gehen wir auf Kryo? Wir gehen auf Kryo. Besser ist das. Aber muggelig ist es hier, oder? Und schauen wir mal, was uns hier erwartet, wa? Gestohlene Daten beschaffen. Beschaffen Sie die gestohlenen Daten und übermitteln sie an Cerberus. Oh oh. Muss man in Deckung gehen. Immer in die Köpfe rein. Ja, kommt ruhig immer so schön einer nach dem anderen. Feuer! Feuer!
Nachladen! Was machst du denn da? Schnapp sie dir, Chatika. Braves Mädchen. Wieso steht sie mir wieder auf? Was ist das für ein Ding? Okay, wir wissen es noch nicht so genau, aber das finden wir gleich raus, oder? Woher war's das wohl? Fürs Erste. So, Gefängniszellenzugang umgehen. Los geht's. So, eben die Zellen öffnen, wa? Oh, guck mal. ID des Subjekts. Leitung des Verhörs, Corporal Giro. Subjekt Cerberus-Agent Tyrone Rawlings. Eclipse hat der Agenten Rawlings schon seit einiger Zeit im Visier. Wir wissen, dass Rawlings etwas mit den verschlüsselten Daten zu tun hat, die wir beschafft haben. Sie beweisen eindeutig die Beteiligung von Cerberus an Rachni-Experimenten. Wir glauben, dass Rawlings den Code zur Dechiffrierung der Daten kennt. Ohne diesen Code würde Eclipse für die Entschlüsselung Jahre brauchen. Subjekt gefangen genommen. Es war schwierig, Agent Rawlings gefangen zu nehmen. Er hielt sich an Bord eines Schiffes mit Kurs Richtung Attica Traverse auf und hatte das Vertrauen der Besatzung gewonnen, die ihn für ein hohes Tier der Menschen auf Erkundungsmission hielt. Unsere Agenten konnten die Verteidigung des Schiffs lange genug blockieren, um Agent Rawlings zu übernehmen. Wir haben dabei zahlreiche Männer verloren. Hoffentlich sind die Daten den Aufwand wert. Subjektverhör. Das Verhör ist gescheitert. Trotz Aufbietung unserer modernsten Techniken ist es Agent Rawlings gelungen, unseren Fragen auszuweichen. Bei Anwendung nachdrücklicherer Methoden zeigte sich, dass er auch dagegen resistent war. Letztlich führte die verstockte Haltung von Agent Rawlings zur Erhitzung der Gemüter und wir bedauern, dass er nicht lange genug überlebt hat, um uns den Code auszuhändigen. Okay, Agent Rawlings ist tot. Unsere Männer arbeiten jetzt an der Dechiffrierung. Solange die Daten in unserer Hand sind, stellt allein ihre Existenz ein mächtiges Druckmittel gegen Cerberus dar. Weggehen. Alles klar. Oh. Hier denn her. Zeit, mein Soll zu verdienen. Ja, mach mal. Das ist immerhin eine Arbeitsmoral, die ich hier schon loben muss, ne? Die arbeiten auch. Zeit, meinen Soll zu verdienen. Okay, dann arbeiten wir uns mal vorsichtig weiter. Wo geht das hier noch hin? Ach guck mal, da ist noch was. Raffineriertes Platin. Das nehmen wir natürlich auch gerne in Empfang. Alle Feinde neutralisiert. Mhm, fürs Erste. Weiter durch die Basis. Ach guck mal, hier mit so einem Skywalk. Zack und entriegelt. Alles gar kein Problem. Jemand zu Hause? Oh. Ich glaube, das ist Agent Rawlings. Das ist der Stuhl, wo sie die Methoden angewandt haben. Und hier werden wohl die Daten sein. Ey, da war tapfer dieser durchgehalten. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Allianz die Daten übermitteln, Cerberus Daten übermitteln, Daten selbst behalten. Tja, gute Frage jetzt, was machen wir denn damit? Ich werde sie als Druckmittel... Ach, scheiße, komm. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir sie die Allianz geben? Oder behalten wir sie einfach selber als Druckmittel? Oder geben wir sie zurück? Das sind wohl, dass sie an den Rachni Experimente durchgeführt haben. Und ich und die Rachni, wir sind ja Kumpels, ne? Ach komm, ich gebe sie der Allianz. Das wird wieder schief laufen.
Nee, komm, ich übermittle sie. Komm, scheiß drauf, was soll's. Daten an das Cerberus-Oberkommando übermittelt. Komm, wir müssen auch da ein bisschen aufpassen, damit es nicht zu viel Mecker gibt, weil wir haben ja noch die zwei Cerberus-Leute mit im Team. Bleiben wir mal entspannt. Hoffen wir mal, nicht zu viele Leute werden böse. Ah, ich hätte es doch an der, ich hätte es doch an die Allianz geben sollen. Scheiße, Mann. Egal, ist zu spät. Verschissen. Gut, dann würde ich sagen... Planänderung, Commander. Bringe eine Nachricht vom Unbekannten. Ich stelle ihn in den Kommunikationsraum durch. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Oh je. Ist das gut? Ist das schlecht? Dann gehen wir mal zum Besprechungsraum. Bitte starte jetzt nicht die nächste dicke Mission. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Danke, dass Sie die Daten übermittelt haben. Na, komm. Das wird jetzt kommen. Danke, Shepard. Die Daten waren super wichtig. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlus-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Turianer? Lahmgelegt? Wie? Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ermitteln die Turianer? Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Woher wussten Sie davon? Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Okay, wir überprüfen das, ne? Schicken Sie mir die Koordinaten. Ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Danke dir. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht sofort machen. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Oh Mann, ich will doch jetzt erstmal noch andere Missionen machen. Das juckt ein bisschen. Jetzt müssen wir das machen. Ja, wen nehmen wir denn einmal mit? Ich würde sagen, Garrus als Turianer. Und wen noch? Tali vielleicht als Technikexpertin? Mal wieder so ein altes Team am Start? Ja, komm. Annehmen. Tja, hilft jetzt nichts. Dann müssen wir da jetzt leider durch. Ich hätte das jetzt noch nicht gemacht, aber... Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Das Ding ist echt riesig, Alter. Na, da freue ich mich ja jetzt ja richtig drauf. Scans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrung des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Na. Hoffen wir mal das Beste. Jetzt sehen wir mal so ein Kollektorenschiff von innen. Wenn das kann ja nur wie so ein... Es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie diese Insektenhöhle in Diablo 2. Einfach nur ekelig. Na lecker. Super. Super. Habt ihr Bock? Ganz toll, was sie aus diesem Ding gemacht haben. Sieht aus wie ein riesiger Insektenstock. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer ihres Kampfanzugs. Okay, dann mal los.
Na, ich finde die Inneneinrichtung doch schon mal richtig schön. Macht Lust auf mehr, oder? Auch dieses Geschnatter, die leben doch noch. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Ah. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Die vermissten Kolonisten könnten an Bord sein, falls sie noch leben. Dann können wir die vielleicht jetzt retten. Alter, was für ein Horror. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt auch hier so ein... Da sind Kapseln. Da ist eine Kapsel. Die Kollektoren haben solche Behälter auch auf Horizon benutzt, aber die hier sind leer. Es muss schrecklich gewesen sein. Gefangen in diesen Kapseln. Hilflos. Völlig der Gnade der Kollektoren ausgeliefert. Gnade vor allen Dingen. Da ist noch eine geschlossene Kapsel. Vielleicht ist da jemand drin, ne? Ah, gut, wir arbeiten uns mal vorsichtig. Oh, Leichen. Was ist hier geschehen? Alter, so viel zu dem Thema, ob die noch leben. Hier ist einfach ein riesiger Berg Leichen. Warum sollten die Kollektoren einen Haufen Leichen herumliegen lassen? Sie wurden bestimmt für Tests benutzt. Wenn es sich um eine Kontrollgruppe gehandelt hat, wurden sie nach Abschluss des Experiments nicht mehr benötigt. Ein schrecklicher Tod. Das haben sie nicht verdient. Kaum jemand bekommt, was er verdient, Shepard. Da hast du leider nicht unrecht. So, es gibt einmal hier einen Weg. Und es gibt hier noch einen Weg. Ich guck mal eben, was hier noch ist. Alter. Okay, schön ist es nicht. Schön ist es wirklich nicht. Gehen wir mal weiter. Ich finde es erstaunlich, dass... Oh nee, Alter, das ist noch kein Leben. Kollektorentechnologie geborgen. Bisschen Held. Oh Gott, ein Kontrollterminal. Was geht hier ab? Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edi, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was Sie vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Okay, warum? Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über Ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Kollektoren sind Proteaner? Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Sind Sie da sicher? Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. 3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Müllsequenzen. Das ist ein schreckliches Schicksal. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten. Keine Spezies sollte so etwas durchleiden müssen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los. Jo. Oh, es wird gespeichert. Sturmgewehrtraining, Schrotflintraining, das lassen wir mal alles so. Ach so. Fortgeschrittene Kampfausbildung. Präzise und tödliche...
Antimateriegewehr, effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Upgrades zum Präzisionsgewehr Viper. Das nehmen wir natürlich. Aber sowas von. Ich glaube, die Viper ist auch das Ding, was wir nachher benutzen werden, ne? So, meine Lieben, der Hahn hat gerade ganz kurz gegrillt. Ihr habt ihn so ganz kurz gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Ist doch muckelig, oder? Holt euch noch einen schönen Kaffee. Bereitet euch auf die nächste Folge vor. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Macht den YouTube-Algorithmus glücklich. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.